Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche zeigen wir euch eine Location, über die ich leider nur wenig herausfinden konnte, was sehr schade war, denn es gab unerwarteterweise so einiges zu sehen, aber dazu gleich mehr. Wenn euch verlassene Orte hier in Ostdeutschland interessieren und ihr mehr darüber erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unseren Kanal. Dort gibt es jede Woche Mittwoch eine neue Folge zu diesem Thema. Mittlerweile sind es weit über 100 Folgen. Abonniert uns also, wenn ihr da in Zukunft nichts mehr verpassen möchtet und jede Woche Mittwoch eine neue Folge sehen wollt. Aber nun erstmal rein in diese Folge. Wir sind Urbex.LE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch einen verlassenen Agrarbetrieb. Diese Anlage fand ich eher zufällig über Google Maps. Wie sie später zeigen sollte, war das Areal bis vor ein, zwei Jahren noch deutlich interessanter, doch der Abrissbagger war uns einige Schritte voraus. In den letzten Folgen wurden wir von Informationen gut versorgt, nun das hat mit dieser Folge wohl ein jähes Ende, denn etwas aus der Vergangenheit über diesen verlassenen Ort herauszufinden war im Prinzip nicht möglich, es war zumindest nicht allzu viel, was ich finden konnte. Wie immer habe ich versucht, über alte Adressen, diverse Schlagwörter und Umschreibungen etwas herauszufinden, aber am Ende kam nicht allzu viel bei rum. Der anfängliche Teil war tiefste DDR, überall lag Unrat und Müll aus vergangenen Tagen umher, vor allem und wie üblich am Rande der Stadt, Sperrmüll, Möbel und was wir auch oft finden, säckeweise Windeln. Wir hatten ehrlich gesagt keine großen Hoffnungen, hier etwas Interessantes zu finden, aber unser Durchhaltewille sollte schlussendlich belohnt werden. Zunächst fanden wir im Obergeschoss des ersten Gebäudes Unmengen an Dias aus vermutlich den 70er oder 80er Jahren, wo es inhaltlich vor allem um DDR-politische Erziehung ging, die typisch vermeintliche politisch-soziale Aufklärung unter den SED-Fittichen. Wer ist Freund und Feind? Wir sind die Guten, Faschismus und Kapitalismus ist der Feind und viele, viele weitere Themen sind vermutlich noch bekannt. Außerdem gab es noch andere Lernfelder, aber das war eher uninteressant. Entweder hat man die Dia-Sammlung hier einfach bloß entsorgt, oder es fand hier tatsächlich politischer Unterricht statt. Auszuschließen ist das auf keinen Fall, auch wenn wir hier weder Projektoren oder anderes Zubehör finden konnten.
Da es in diesem Gebäude nicht viel zu sehen gab, außer den Dias und dem guten Ausblick auf das viel interessantere Nachbargebäude, machten wir uns nun auch dorthin auf und stellten fest, dass man das Objekt wieder teilweise nutzte, denn nebenan herrschte reger Betrieb, auch wenn ein mittlerweile durchgezogener riesiger Zaun für unseren Schutz sorgte. Wie üblich kamen wir über die Rückseite des großen Gebäudes auch hinein, auch wenn wir etwas klettern mussten. Aber keine Sorge, es war nicht allzu gefährlich. Im Inneren des Gebäudes bestätigte sich nun auch unsere Vermutung, es war ein Speichereigebäude. Hier fanden wir vor allem im Erdgeschoss eine überragend gut erhaltene Zeitkapsel wieder. Der Zustand und die Überbleibsel aus dem tüchtigen Arbeitsalltag war einfach zu gut, auch wenn ebenso hier schon vermutlich Kabel bzw. Kupferdiebe am Start waren. Ein Kalender im Eingangsbereich zeigte das Jahr 2010, der Leerstand ist also noch gar nicht so lange her. Dennoch war die Anlage schon längst eher ein Museum als eine zeitgetreue Anlage. Sämtliche Elektronik war noch analog steuerbar, entsprechend fanden wir riesige Schaltschränke, die viel Platz in Anspruch nahmen. Gleichzeitig erinnerten uns die vielen Knöpfe und Schalter an die großen Schalttische bzw. Bedientafeln, die man häufig in Kraftwerken vorfindet. Das eine oder andere Bild habt ihr da bestimmt schon einmal gesehen. Im Netz fand ich immerhin heraus, dass eine Agrarfirma die Anlage seit den frühen 2000er Jahren in Beschlag nahm. Mittlerweile ist das Gebäude aber ungenutzt. Einen Teil hatte die Firma bereits vor einigen Jahren abreißen lassen, dieser war allerdings nach Mitteldeutscher Zeitung stark einsturzgefährdet. Mit einem Zeitsprung von Google Earth erstand das Gebäude wieder zum Leben auf, hier ein kurzer Einblick. Die Trümmer liegen heute noch partiell hier und da auf dem Grundstück umher, welches man anscheinend aktuell auf mapio.net kaufen kann. Aber auch da gab es keine Information, was hier vorher mal gemacht wurde. Gut, das wird man vermutlich dann erst in einem Gespräch vor Ort mit dem Eigentümer herausfinden. Thank you.
Das Silo- oder Speichergebäude wurde mit den Stockwerken nach oben leider immer langweiliger, wobei die Aussicht im Treppenhaus und aus den Fenstern als einziges sehenswert waren. Allein für das eingestaubte Erdgeschoss hatte sich die Anfahrt auf jeden Fall gelohnt und gegenüber fanden wir zufälligerweise noch eine verlassene Ärztevilla, die ich euch hier oben verlinken werde, sobald das Video online ist. Zum Objekt bzw. zum Grundstück zählte auch noch eine Waage für LKW und Anhänger, die leider schon sehr mitgenommen war. Im hinteren Bereich des Grundstückes gab es auch noch mehrere Hallen, die wir uns aber aufgrund der Vegetation erspart haben. Die Anlage steht übrigens nicht unter Denkmalschutz, dafür allerdings im Keller knietief unter Wasser. Mal sehen, wann das Grundstück verkauft wird und was schlussendlich dann mit den Gebäuden passieren wird. Einige werden vermutlich weichen müssen, wir werden also sehen. Da ich nichts weiter herausfinden konnte, seid nun mal wieder ihr gefragt. Erkennt jemand von euch diese Anlage und weiß, was dort in der Vergangenheit gemacht wurde, dann schreibt uns doch gern auf Facebook. Es wäre sehr interessant, dies einmal in Erfahrung bringen zu können. Ich verabschiede mich jetzt wie immer noch mit einigen Bildern, die wir hier schießen konnten. Vergesst den Daumen nach oben nicht, wenn euch diese Folge gefallen hat. Und solltet ihr uns noch immer nicht abonniert haben, dann holt das doch gerne an dieser Stelle einmal nach. Wir sagen vielen Dank, bleibt gesund und dann hören wir uns gerne nächste Woche Mittwoch zu einer neuen Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.